Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de. Vor kurzer Zeit hat ja Sony seine drei neuen Flaggschiffe auf den Markt gebracht, nämlich das Sony Xperia Z5 Kompakt, das mittelgroße Sony Xperia Z5 und hier das Sony Xperia Z5 Premium, was wir an dieser Stelle testen werden. Dieses Smartlet ist das erste Gerät auf dem deutschen Markt mit einem 4K-Display und kostet 799 Euro. Wir zeigen euch jetzt gleich die Vor- und Nachteile und wünschen euch viel Spaß bei diesem kurzen Video. Geliefert wird das Sony Xperia Z5 Premium in diesem Karton hier. Wollen wir auch gleich mal direkt schauen, was wir dort vorfinden. Da ist natürlich zum einen das Sony Xperia Z5 Premium selbst, was wir uns gleich noch etwas näher angucken werden. Dann haben wir hier feinsäuberlich geordnet, wie wir sehen, hier in mehreren Kartons die Ausstattungsgegenstände. Da wäre zum Beispiel hier das Stereo-Headset mit 3,5 mm Audio-Stecker. Darüber hinaus haben wir hier dann auch noch, wenn ich noch etwas tiefer grabe, zwei weitere Paare an Ear-Adaptern dabei und natürlich hier eine Klemme auch, um das Ganze am Hemdkragen zu befestigen. Und hier haben wir dann auch noch eine kurze Anleitung in englischer Sprache. In Deutschland gibt es natürlich normalerweise eine deutsche Anleitung mit dazu. Dann haben wir hier in diesem Kartönchen das USB- und Datenkabel. Und natürlich, last but not least, haben wir hier in diesem letzten Karton den Adapter für die Steckdose. Die Verarbeitungsqualität des Sony Xperia Z5 Premium hat mir gut gefallen. Sie ist sogar noch ein wenig besser als bei den kleineren Schwestermodellen. Wir haben hier natürlich die gleichen Materialien wie bei den kleineren Geräten, aber darüber hinaus auch einen Metallrahmen, der lackiert ist, also jetzt hier in der Gehäusefarbe schwarz. Außerdem, im Unterschied zu den meisten Oberklassengeräten, ist das Sony Xperia Z5 Premium auch wasser- und staubdicht und erfüllt dabei die Normen IP65 und 68. Die große Neuerung des Sony Xperia Z5 Premium ist natürlich das Display. Es ist ja das erste 4K-Display auf dem deutschen Markt mit einer Diagonalen von 5,5 Zoll. Das heißt, wir haben hier, wenn man 4K sagt, 3840 x 2160 Pixel und dadurch eine extrem hohe Pixeldichte von 806 ppi. Wie wir sehen, haben wir hier ein 4K-Video gedreht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dieses 4K-Video wirklich nativ darzustellen in voller 4K-Auflösung. Ansonsten werden viele Inhalte vom Sony Xperia Z5 Premium nicht in 4K dargestellt, sondern nur in Full HD, aber das reicht auch vollkommen aus, zum Beispiel im Google Play Store oder wenn man Spiele spielt, die halt nur Full HD Auflösung bieten, und auch hier macht dieses Smartlet durchgehend eine gute Figur. Zurzeit läuft das Sony Xperia Z5 Premium immer noch auf Android 5.1.1, wie wir hier sehen, aber demnächst soll es wohl ein Update auf Android 6.0 alias Marshmallow geben. Darüber hinaus haben wir natürlich die üblichen Elemente, die wir von Android kennen, wie zum Beispiel dieses recht ausführliche Dropdown-Menü. Wir haben bei Sony natürlich auch immer zusätzliche Applikationen im Rahmen der Benutzeroberfläche, die mit dabei sind, wie zum Beispiel hier dieses Wetter-Widget, was man ja auch von älteren Geräten kennt. Dann haben wir hier auch den Walkman-Player mit dabei oder halt auch die Möglichkeit hier das Sony Xperia Z5 Premium mit der PlayStation zu verbinden, und Xperia Launch wäre dann zum Beispiel hier der Service von Sony, der darüber erreicht werden kann. LiveLock ist eine Gesundheitsapplikation, also wie wir sehen, haben wir doch einiges noch zusätzlich mit dabei, was vorinstalliert ist. Dann haben wir natürlich noch die große Neuerung gegenüber den Vorgängermodellen, das ist hier der Fingerabdrucksensor. Dieser Fingerabdrucksensor ist interessanterweise halt rechts in das Gehäuse integriert. Das heißt, normalerweise greift man das Gerät halt mit dem Daumen und entriegelt es gleichzeitig. Wie man sieht, jetzt im Moment will es auch gerade beim ersten Moment nicht ganz so klappen. Das ist nämlich auch das, was mir etwas negativ aufgefallen ist, dass es nicht ganz so zuverlässig ist, aber das ist natürlich auch nur ein kleinerer Mangel. Bei einem Display mit einer Diagonale von 5,5 Zoll ist es natürlich nicht verwunderlich, dass das Sony Xperia Z5 Premium kein kompaktes Gerät ist. Wir haben in der Höhe 154,4 mm, in der Breite 76 mm und die Bautiefe beträgt 7,8 mm. Relativ hoch ist auch das Gewicht, inklusive des nicht herausnehmbaren Akkus, sind wir hier bei 181 Gramm.
Das Sony Xperia Z5 Premium ist natürlich nicht nur größer als die beiden kleineren Schwestermodelle, sondern hat auch den größeren Akku. Dieser ist, wie gesagt, fest verbaut und hat eine Kapazität von 3700 mAh. Das hört sich nach relativ viel an. Dadurch, dass wir hier aber ein 4K-Display haben, was halt öfter auch mal zum Einsatz kommt, wenn man sich 4K-Videos anguckt und auch der Prozessor doch relativ stromhungrig ist, haben wir hier eine Sprechzeit von gerade mal 210 Minuten gemessen und auch die Standby-Laufzeit ist mit 54 Stunden nicht so großartig, wie man sich das eigentlich bei so einer Kapazität erwarten könnte. Als Prozessor kommt beim Sony Xperia Z5 Premium ein Qualcomm Snapdragon 810 zum Einsatz. Das ist ein Octa-Core-Prozessor mit 2 GHz Taktung und unterstützt wird er von 3 GB RAM. Wir haben natürlich auch hier einen Durchlauf gemacht mit der Benchmark-App von AnTuTu, wie ihr das auch von anderen Tests von uns kennt, und haben hier einen Wert von rund 73.000 Punkten erzielt. Das ist natürlich ein recht guter Wert. Allerdings, wenn ich das Ganze vergleiche, wir sind ja hier in der Oberklasse unterwegs, sieht man hier unten, das ist halt unser Gerät, das Sony Xperia Z5. Premium. Wenn man darüber hinaus die Konkurrenz sieht, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy S6 Edge oder genauso auch das Edge Plus, was ja ähnlich groß ist, haben wir nämlich Werte von über 80.000 Punkten. Insofern sind wir ein wenig dahinter her. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, ist, dass dann halt gerade unter Volllast dieser Qualcomm Snapdragon 810 doch dazu tendiert, ein wenig wärmer zu werden, als das eigentlich sein müsste. Gegenüber den früheren Sony-Modellen, die ja ebenfalls wasser- und staubabweisend waren, ist der große Vorteil hier beim Sony Xperia Z5 Premium, dass wir nur noch eine einzige Abdeckung haben. Dahinter versteckt sich nämlich der Slot für die Nano-SIM-Karte und auch die Micro-SD-Karte. Das ist alles zusammen. Das einzige Problem ist, auch wenn wir hier eine kleine Aussparung haben, dass dieser Slot extrem fummelig ist und es gerade mit so großen Männerfingern wie den meinen doch ein wenig länger dauert, ehe man das Ganze wirklich greifen kann. Was natürlich positiv ist, ist, dass wir hier den internen Speicher, der ja schon 32 GB groß ist, per MicroSD erweitern können. Und hier liegt die maximale Kapazität der Speicherkarte bei immerhin 200 GB. Die Kamera ist natürlich das Prunkstück des Sony Xperia Z5 Premium. Wie bei den beiden kleinen Schwestermodellen haben wir hier eine 23-Megapixel-Kamera. Im Automatikmodus macht diese allerdings Aufnahmen mit nur 8 Megapixeln, aber dafür ist diese Automatik sicherlich eine der besten, die es am Markt gibt. Darüber hinaus haben wir hier eine ziemlich gute Ausstattung. Wir haben nämlich die Möglichkeit, 4K-Videos zu drehen. Wir haben ein LED-Blitzlicht mit dabei, Autofokus, natürlich solche Sachen wie High Dynamic Range und einen Bildstabilisator. Außerdem haben wir natürlich noch eine zweite Kamera an Bord beim Sony Xperia Z5 Premium. Diese löst mit 5,1 Megapixeln auf. Aufgrund dieser sehr guten Ausstattung ist es natürlich nicht verwunderlich, dass das Sony Xperia Z5 Premium wirklich gute Fotos schießt, die wir ja auch in voller Auflösung mit 23 Megapixeln aufgenommen haben. Insbesondere fällt auch gerade hier bei dieser Innenaufnahme die gute Restlichtverwertung auf, die halt typisch für die Sony Bildsensoren ist. Außerdem, was man auch noch sagen muss, was mir aufgefallen ist, dass wir einen wirklich extrem schnellen Autofokus haben. Dieser misst laut Sony ja nur 0,03 Sekunden und auch das Blitzlicht, was wir hier mit an Bord haben, ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Die zweite Kamera löst mit 5,1 Megapixeln auf. Das ist auch eine gute Qualität für eine zweite Kamera. Darüber hinaus haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, 4K-Videos zu drehen. Dieses Video zum Beispiel hier ist in 4K-Qualität und auch hier macht das Mikrofon des Sony Xperia Z5 Premium eine durchweg gute Figur und ihr könnt euch dieses Video genau wie auch die Testbilder des Sony Xperia Z5 Premium im ausführlichen Testbericht auf tarif.de näher anschauen. In Sachen Sound macht dem Sony Xperia Z5 Premium auch niemand so schnell etwas vor. Wir haben ja zum Beispiel erstmal Stereo-Headsets mit dabei, die eine wirklich sehr, sehr gute Klangqualität haben, gerade auch was Klangtiefe angeht und auch feine Spitzen, zum Beispiel bei klassischer Musik, werden wirklich optimal dargestellt. Also da ist Sony auf jeden Fall auf einem Niveau mit Apple und HTC. Dann haben wir hier noch ein sehr, sehr ausführliches Einstellungsmenü bei den Audioeinstellungen. Das heißt, wir können zum Beispiel DSE EHX nutzen, um komprimierte Musikdaten in hochauflösender Audioqualität wiederzugeben. Wir haben noch die Hörhilfe Clear Audio mit dabei, die Dynamiknormalisierung, darüber hinaus halt auch noch ganz traditionelle Soundeffekte, also hier ein Equalizer mit, wie wir sehen, hier sehr, sehr vielen Presets, die keine Wünsche offen lassen. Darüber hinaus natürlich auch noch Surround Sound und eine automatische Optimierung, zum Beispiel wenn es verschiedene lautstarke MP3-Files gibt, da kann man hier doch auf jeden Fall einiges reißen. Was natürlich auch
gut gefallen hat im Vergleich zu vielen Konkurrenten, ist die Anordnung der integrierten Lautsprecher. Diese verstecken sich nämlich hier beide auf der Vorderseite. Das heißt, der Klang kann sich sehr schön im Raum verteilen. Und natürlich, wie wir das von Sony gewohnt sind, ist auch hier die Qualität 1A. Aber hört doch einfach mal selbst, wenn ich das Ganze jetzt etwas lauter stelle. Für das Surfen im Internet ist das Sony Xperia Z5 Premium natürlich wie gemacht. Wir haben hier zum einen eine gut funktionierende WLAN-Schnittstelle an Bord. Zum anderen haben wir hier auch LTE Kategorie 6. Das heißt, in der Theorie können wir bis zu 300 Megabit pro Sekunde schnell im Internet surfen, im Download und im Upload mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Außerdem kann das Sony Xperia Z5 Premium natürlich auch via HSPA Plus im Internet surfen mit bis zu 42,2 Megabit pro Sekunde im Download. Wir haben jetzt hier auch schon mal die Speedtest-App von Ookla durchlaufen lassen. Wie wir sehen, sind wir hier indoor und haben einen wirklich sehr, sehr ordentlichen Wert von 75 Megabit pro Sekunde im Download und etwas über 9 Megabit pro Sekunde im Upload. Das Ganze gemessen im LTE-Netz der Deutschen Telekom. Darüber hinaus haben wir natürlich noch ein paar andere Durchläufe hier. Besonders auffällig ist natürlich das Ergebnis darunter. Das habe ich outdoor erzielt. Da hatten wir im Download sogar 88,2 Megabit pro Sekunde und einen Upload von fast 10 Megabit pro Sekunde. Beim Empfang habe ich doch leichte Differenzen festgestellt zwischen dem sehr gut ausgebauten D1-Netz der Telekom und dem O2-Netz. Wir hatten im O2-Netz doch leichte Schwächen beim Indoor-Empfang, während im D1-Netz alles gut war. Die Sprachqualität des Sony Xperia Z5 Premium hingegen war durchgehend sehr gut. Kommen wir zum Fazit. Gut gefallen hat mir beim Sony Xperia Z5 Premium das Display. Das ist ja das erste 4K-Display auf dem Markt. Und wenn man 4K-Inhalte wirklich sich anschaut darauf, merkt man natürlich den Unterschied und diese hohe Pixeldichte von 806 ppi. Ansonsten schaltet das Sony Xperia Z5 Premium natürlich auf Full HD zurück, was auch für den Akku besser ist. Außerdem haben wir natürlich traditionell bei Sony eine sehr gute Kamera, insbesondere was die Restlichtverwertung angeht. Wir haben auch einen sehr guten Datenempfang via LTE und auch die Audioqualität ist, wie wir das bei diesem Hersteller gewohnt sind, von wirklich guter oder sehr hoch. Insbesondere hat mir das auch gefallen, dass wir doch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben, um Musik abzuspielen. Nicht so gut gefallen hat mir der relativ hohe Preis. Wir haben ja eine UVP von 799 Euro. Online bekommt ihr dieses Gerät mittlerweile für ungefähr 700 Euro. Damit liegen wir ungefähr auf dem Niveau der Wettbewerber wie dem Samsung Galaxy S6 Edge Plus oder auch dem Apple iPhone 6S Plus. Etwas günstiger wäre hier der Konkurrent zu nennen, das LG V10, was wir auch gerade erst getestet haben. Außerdem als Kontrapunkt ist auch der Fingerabdruckscanner zu nennen. Es ist natürlich schön, dass wir diesen haben. Wir haben dadurch mehr Sicherheit, allerdings funktioniert er nicht immer so zuverlässig. Im Gesamturteil bekommt das Sony Xperia Z5 Premium von uns denn 95,92 von 100 möglichen Punkten und ist damit die aktuelle Nummer 2 in unserer Tariftipp.de Bestenliste. Und in der Kategorie Preisleistung bekommt dieses Gerät von uns 34,7 von 100 möglichen Punkten. Das war der Tariftipp.de Videotest zum Sony Xperia Z5 Premium. Wie immer findet ihr in Kürze auf Tariftipp.de einen ausführlichen Testbericht zu diesem Gerät. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bedanke mich bei euch für Aufmerksamkeit und sage bis bald hier auf unserem Videokanal von Tariftipp.de.